Hallo, Thema Needling. Es kamen über die letzten Jahre immer wieder Anfragen zum Needling, die ich nicht beantworten konnte. Ich habe mir das zwar immer mal wieder auf den Beauty-Messen angesehen, aber bin dann nicht so in die Tiefe gegangen und habe gedacht, so jetzt mache ich mal etwas, dass ich euch besser Bescheid geben kann, was ist Needling, wie wendet man das an, wofür ist das, wo sollte man es vielleicht nicht anwenden. Und die Firma Wellmax hat mir erlaubt, in einem Seminar zu filmen. Das heißt, ihr werdet gleich, wenn ihr wollt, zum Schluss Anwendungen sehen, dass man ganz genau sehen kann, wie funktioniert das, wie wird das über die Haut gezogen, wie reagiert man darauf. Also ganz, ganz spannend, bleibt also dran, wenn ihr euch das angucken wollt, wie sieht das in der Praxis aus. Vielen, vielen Dank an die Firma Wellmax, dass ich dabei sein durfte und dass ich das filmen durfte. Viele Sachen habe ich nicht gefilmt, weil das würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Das möchte ich euch jetzt auf diesem Wege erklären. Ich hatte einen sehr, sehr informativen und spannenden Tag, weil ich so mal ganz unvoreingenommen an die Geschichte rangegangen bin und habe ein Fazit jetzt schon. Lasst die Finger davon, das selbst zu machen. Weil der grobe Ablauf ist, die Kundin oder Patientin, kann man ja schon fast sagen, weil ich finde, es ist ein kleiner kosmetischer Eingriff, legt sich schön auf die Kosmetikliege und dann muss gereinigt werden. Danach kommt ein Fruchtsäurepeeling und das Fruchtsäurepeeling muss wieder neutralisiert werden. Danach wird das Gesicht desinfiziert. Warum muss man diese Schritte machen? Ganz einfach, wir gehen ja mit diesen kleinen Nadeln in die Haut rein. Zwischen 0,1 und 0,5 mm ist die Stärke, die die Kosmetikerin anwenden darf. Diese sogenannten Pens, die sehen ein bisschen aus wie ein Kugelschreiber. Die haben eine Stichtiefe bis 2 mm, was aber nur den Hautärzten vorbehalten ist, weil da kann man eine Menge Murks beibauen. Das heißt, dieser kosmetische Bereich geht von 0,1 mm bis 0,5 mm. Das kann man einstellen an den Geräten und man kann auch noch die Stichgeschwindigkeit einstellen. Stichgeschwindigkeit ist, finde ich, so ein Wort, wo man direkt demonstriert bekommt, es wird gestochen. Das heißt, die Nadeln, ich durfte so einen Teil mitbringen, kann man sehen, das ist wie in der Medizin ganz steril verpackt. Und das ist A und O bei einer solchen Behandlung, bei einem solchen Kleineingriff, dass man das eben nicht selber machen kann. Behaupte ich jetzt mal so, weil wie will man das machen? Also so steril alles zu halten, dann werden natürlich Handschuhe angezogen. Dieses Teil wird nicht mit den Händen berührt, sondern da werden auch schon die Hände in Handschuhe gepackt, damit das alles steril ist. Dann wird es ausgepackt, in diesen Elektropen gesetzt. Auch das ist jetzt eine Besonderheit gegenüber der Heimbehandlung, wo man so einen Roller hat, den man über die Haut zieht. Also für mich hat so ein Roller was wie ja den Steakklopfer aus der Küche. Und alleine dieses Teil sauber zu halten, ist ja schon fast unmöglich. Also wenn man das nicht weiß, nimmt man diesen Roller, hat den irgendwo eingepackt in eine Schublade, Schublade auf, Roller. Und dann fängt man an, um Gottes Willen, das ist das Schlimmste, was man machen könnte. Also bitte, bitte nicht im Do-it-yourself-Verfahren, sondern das gehört in die Hand der Fachkraft, der Kosmetikerin oder noch einen Schritt weiter des Hautarztes. Also wenn diese vier Schritte gemacht sind mit der Reinigung, dann wird dieser sogenannte Pen eingerichtet auf dieses Kugelschreiber-ähnliche Teil. Und auch da kann man sehen, das ist mit konstanter Stromversorgung, also auch nicht mit Akku, weil da muss Power dahinter sein. Ein Föhn könnt ihr auch nicht mit dem Akku benutzen. Und alleine daran könnt ihr schon sehen, was ist professionell und was gehört in die Abteilung. Kann man mal versuchen, aber wird mit großer Wahrscheinlichkeit schiefgehen. So, nach diesen ganzen Reinigungsgeschichten, wenn dann dieser Elektropen vorbereitet ist, wird ein hochwirksames Hyaluron, ein vierfach
gesättigtes Hyaluron, also vierfach unterschiedliche Längen von Hyaluron, wird aufgetragen und dann geht es an das Needlen und das könnt ihr euch dann gleich mal im Film angucken. Man fängt unten an und geht wie beim Rasendüngen in einem Gitter vor. Also dass überall dann dieser Pen mal gewesen ist. An der Nasolabialfalte zum Beispiel wird gestempelt, das heißt, da geht man dann nicht so drüber, vielleicht einmal der Länge nach. Also wenn Falten da sind, immer in Richtung der Falten gearbeitet, nicht quer. Oder man stempelt, indem man dieses Teil dann halt immer so aufsetzt. Wie die Probandinnen, also die Frauen, die auf der Liege lagen, darauf reagieren, seid mal gespannt. Ich war sehr, sehr überrascht. So, jetzt nehme ich das Teil mal raus. Ich habe dieses Gerät nicht hier, weil das wäre Quatsch für mich. Ich habe ja keine Kosmetikkabine. Jetzt muss ich mal gerade nach einer Brille angeln, dass ich das besser sehen kann. So, also das kommt dann da rein. Das ist auf Feder. Jetzt nehmen wir da vorne das Ding mal ab. Ich glaube, das doch, so geht es. Und dann versuche ich mal, ob ich euch das zeigen kann. Das sind 9 Nadeln. Das gibt es auch mit mehr Nadeln. Aber das ist nicht nach dem Motto, viel hilft viel. Also diese 9 sind schon optimal. So, und jetzt könnt ihr das sehen. Hier sind diese Nadeln drin. Und die werden nach eingestellter Stichtiefe in die Haut bewegt. Das heißt, man wird praktisch perforiert. Nein, irgendwie sowas in der Richtung. Also es war an manchen Stellen, wie zum Beispiel hier, wo kein Unterhautfettgewebe ist, war das schon ein wenig schmerzhaft. Ich habe gefragt, ob man sowas zum Beispiel auch für die Hände machen kann. Ja, kann man auch, aber das ist eben auch etwas schmerzhafter noch als im Gesicht. Was ist aber jetzt Sinn und Zweck dieser Übung? Warum macht man Aua, damit man hinterher besser aussieht? Ganz simpel gesagt, man möchte die Haut ärgern. Und zwar in dem Moment, wenn man sie ärgert, also ganz viele kleine Verletzungen hinterlässt, wird die Haut angeregt, neue Hautzellen zu bilden. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, um diese hochwertigen Hyaluron-Wirkstoffe besser in die Haut einschleusen zu können. Also die Haut ist unheimlich aufnahmebereit wie ein Schwamm, die lutscht. Ups, sorry, Speicherkarte voll, aber jetzt geht's weiter. Also die Haut ist wie ein Schwamm und lutscht diese ganzen hochwirksamen Geschichten in die Haut ein. Und ja, es ist halt ein Aufpumpen der Haut mit diesen Hyaluronwirkstoffen. Das ist schon fantastisch. Die Reste des Hyaluron-Gels wurden dann mittels Ultraschall und Blaulicht dann nochmal eingearbeitet. Das Blaulicht ist zur Beruhigung der Haut. Zur Beruhigung der Haut. Und danach gab es eine kühlende Maske, weil man kann sich vorstellen, wenn man ganz viele tausend kleine Löcher in die Haut sticht, wirklich ganz, ganz feine, aber immerhin kleine Löchelchen, dann sagt die Haut, oh, ich bin jetzt so verletzt und fühlt sich an wie nach einem Sonnenbrand. Und das muss mit einer Maske dann richtig schön gekühlt werden. Und dann kommt nochmal eine abschließende Pflege drauf. Wann sollte man das nicht machen? Ganz einfach, wenn man am nächsten Tag etwas vorhat. Also die 4 Frauen, die sich zur Verfügung gestellt haben, die diese Behandlung haben machen lassen, die sahen eben so aus, als kämen sie vom einen Tag vom Strand ohne Eincreme und man konnte ganz exakt sehen, wo gearbeitet wurde, weil da war die Haut rot. Nach 2-3 Tagen ist das dann wieder okay, vielleicht bei unempfindlichen Frauen tatsächlich schon am nächsten Tag, aber da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen. Also wer das noch nie gemacht hat und sagt, ich habe am Sonntag was Tolles vor, dann gehe ich am Samstag zur Kosmetikerin, lass es machen. Das könnte schief gehen, ne? Also muss nicht, aber könnte schief gehen. Und dann darf man ganz, ganz wichtig eine Zeit lang, ich denke mal, es sind so um die 24 Stunden, nicht in die Sauna. Man darf nicht in die Sonne, das glaube ich auch nochmal so 2 Tage nicht. Man darf diese Behandlung nicht machen, wenn irgendwo was frisch unterspritzt ist.
Da müsste man dann auch noch mal 2 Wochen warten. Und bei blutverdünnenden Medikamenten muss man eben Rücksprache halten mit dem Arzt, wobei die Nadeltiefe noch so ist, dass man nicht in die Blutbahn gerät. Aber wir können nachher in einer Filmsequenz sehen, da sind hier im Bereich der Augenbrauen so ganz klitzekleine Bluttröpfchen zu sehen. Also bitte, bitte nicht selbst machen, auch wenn es irgendwo heißt, Needling, do it yourself. Ich würde es nicht machen. Begebt euch da in die Hände einer guten Fachkraft und dann sollen die Ergebnisse sehr, sehr schön sein. Also jetzt haben wir das nur das einmalige Ergebnis gesehen. Das sieht frisch, zwar aufgepumpt aus, aber rot. Ne? Also da kann man das jetzt nicht dran beurteilen. Aber vielleicht sind ja ein paar Frauen unter euch Zuschauern, die sagen, ich habe das mal als Kuranwendung gemacht, 4, 5, 6 Mal. Und ich habe die und die Erfahrung gemacht und da würde ich mich freuen, wenn ihr das dann unten in die Kommentare schreibt, damit wir da einen schönen Schnittpunkt finden. Ich habe euch jetzt davon berichtet. Ich zeige euch jetzt, wie das in der Praxis angewendet wird, wie das funktioniert und dann passend dazu eure Kommentare unten, finde ich, wäre eine schöne, schöne Plattform, um zum Thema Needling wertvolle Informationen zu sammeln. Und wer weiß, vielleicht lasse ich das ja bei mir auch nochmal machen und kann dann aus eigener Erfahrung berichten, was dann auch nochmal anders ist. Also ihr bleibt jetzt dran, wenn euch das interessiert, wie das gemacht wird, wie das über die Haut schwebt und im Anschluss dann mache ich noch ein paar Fotos aus dem Prospekt, damit ihr ein schönes Spektrum habt. Needling, was ist das? Also dranbleiben und gucken, wie das Aua macht. Aber schön. Und wie sagte Oma, wer schön sein will, muss leiden. Auch immer persönlich sehr wichtig, dass man, das, wie die Frau Jäger das jetzt hier macht, super schön von unten anfängt. Das ist so ein kleiner Leitfaden, finde ich sehr schön, dass man das wie im Kreis macht, ja. So kreisrum, nicht da mal und da mal und da mal, sodass sie wirklich einen Leitfaden für sich haben und auch nichts vergessen, dass sie wirklich wie so ein Kreis dann rumgehen. Denn die empfindliche Stelle wird sein die Stirn, weil da kein Unterhautfettgewebe ist. Ne? Und ganz in ruhigen Bewegungen tatsächlich über die Haut gleitet. Mit Druck macht, ohne Druck. Ohne Druck, ne? Sie gleitet, das Gerät alleine. Das Gerät ist so eingestellt, es kann jetzt auch nicht tiefer gehen, selbst wenn Sie jetzt drücken würden. Es geht nur so rein, wie es leicht massieren. Genau, richtig, richtig. Und Sie können dann, wie die Frau Jäger das jetzt macht, wir nennen das ein Netz, also einmal längs und einmal hoch gehen, sodass ich auch wirklich jede Hautfetzenstück berühre. Und dann, wenn wir hier zum Beispiel später in die Nasolabial reingehen oder in die Denkerstirn reingehen, wo die Linien und Fältchen etwas tiefer sind, machen wir das sogenannte Stempeln, ja, damit man da tiefer reingeht. Und die nächste Variante ist noch dieses Kreisen, was die Frau Jäger jetzt macht. Und da müssen Sie mal witzigerweise Ihre Kundin fragen, was finden Sie angenehmer? Oft kommt das Kreisen dabei raus. Kreisen. Sehen Sie bei ihr jetzt auch, weil es ist einfach angenehmer, das Kreisen. Aber das kann man ja, man kann ja alles bei der Kundin machen. Ne? Wichtig ist immer, dass Sie unten anfangen, wirklich hier unten an dem Kinn. Weil man da am unempfindlichsten ist. Und wenn Sie dann weiter hochgehen, genau, da wird es dann unangenehmer und deshalb hat der Kunde erstmal die Stelle, wo dann, ich sag mal, am wenigsten wehtut, sag mal. Ja. So, jetzt ist das Stempeln. Genau, man gewöhnt sich dann daran. Jetzt ist das Stempeln gerade dran, damit man das auch mal sieht. Die Stempel, wenn die tiefer fallen können? Genau, damit ja die Nadeln etwas tiefer drankommen, genau. Und wenn man halt eine Haut hat, die so ein bisschen dünner ist oder etwas faltiger ist, drücke ich mal aus, dann kann man auch die Haut so ein bisschen spannen, dann kann man da auch nochmal etwas tiefer rein, dann ist es auch angenehm für die Kundin. Dann haben Sie nicht genug Hyaluronkonzentrat. Und das tut der Kundin dann auch noch richtig weh, wenn der Pen nicht richtig gleitet. Ne? Also das ist wirklich wichtig, dass da immer genug Produkt drauf ist. Es sind 5 Milliliter in der Ampulle, also ausreichend. Wirklich ausreichend bis zum Dekolleté. Das ist wirklich eine vierfach Hyaluronsäure. Haben Sie richtig
kann man im Anschluss nochmal drüber gehen. Ja. Also das ist wirklich angenehm. Und das Blaulicht hier... Spürt man da noch was, außer dass das jetzt kühl ist? Es kühlt einfach. Es ist einfach nur kühl. Ist alles sehr Ultraschall ist nicht spürbar. Ultraschall ist aber, bringt ja den Effekt, dass das Produkt noch tiefer in die... Nein, ich meine jetzt vom Gefühl. Vom Gefühl. Das ist ja auch stark. Von der Kundin. Auch mit dem Licht ist das so schön. In dem Moment wirklich diesen kühlen Strom. Das empfindet sie als angenehm. Und das Blaulicht, Blaulicht kennt man, nimmt Rötungen, Entzündungshemmungen und so weiter. Deshalb ist das Blaulicht besonders angenehm. Ich glaube, das ist ein Blaulicht. Welche Farben ist das? Rot, gelb? Rot ist genau ein klassisches Rotlicht und das Gelbe ist ein Kollagenlicht. Aber das hat nichts zu suchen in der Niedrigbehandlung. Die Maske schon. Ist das jetzt angenehm, dass es so kalt ist? Ja, sehr. Und das auch bitte nicht so dünn auftragen, das soll schon ein bisschen was dicker, weil dann können Sie es auch wirklich in einem abziehen, ansonsten bröselt das überall so ab. Ne? Ich gucke jetzt mal. Ist so wenig? Weiß ich noch nicht, ich gucke jetzt mal. Nee, da kommst du mit hin. Und wenn man es zu flüssig anrührt, dann läuft das so ein bisschen, was auch nicht schlimm ist, dann kann man das so ein bisschen abdecken. Sie können die Kundin auch festhalten mit einer Hand. Ne? Sie hat sich erschreckt. Ist okay so? Sehr gut. Versuchen Sie mal zu kreisen. Wenn der richtig aufsitzt, wenn er nicht richtig aufsitzt. Was ist angenehmer? Kreise. Alles ist so. Wichtig ist, dass man da nicht so schnell drüber huscht, weil die Nadel braucht ja eine Zeit, langsam arbeiten. Zu langsam auch nicht. Also zu langsam auch nicht. So wie sie es jetzt macht, ist es perfekt. Leichter so runter. Genau. Und hier kann man auch mal stempeln. Ne? Ja. Nicht so schnell, einfach mal Stempel rein. Und wieder hoch. Das ist ja individuell, das sind ja mehrere Stufen. Darf ich mal? Ja. Die Kundin am besten immer festhalten, damit sie den Kontakt, damit sie nicht so verloren ist auf weiter Strecke. Und dann wirklich hingehen und so Stempel. Immer mit den Linien, also mit der Nasolabialfalte, mit den Lippenfältchen. Also heißt, wenn sie nicht richtig, das heißt, also ein bisschen seid ihr in Luft oder wie? Also muss ja. Ich zeige Ihnen das gleich auf Ihrem Handrücken mal, wie ich das meine, wenn an einer Stelle, ich will das jetzt nicht im Gesicht machen, weil am Handrücken ist es nicht so schlimm, wenn man da mal an einer Stelle ein bisschen länger drauf hält, dann zeige ich Ihnen das.